Wir wohnten also, wie gesagt, in Lodz, in der Großstadt. Und im Laufe des Krieges wurde natürlich die ganze Versorgung immer enger. Es gab Lebensmittelmarken, man konnte also nicht einfach zu Lidl oder zu Aldi gehen und einkaufen, sondern man hatte Lebensmittelmarken, kriegte man eben nur eine bestimmte Menge Brot oder Butter für entsprechende Abschnitte. Das gleiche galt für Kleidung, für Schuhe, all diese Dinge wurden immer knapper. Aber wir litten keine Not in Lodz, denn wir hatten so viel bäuerlichen Hintergrund. Wir wurden also manchmal richtig gegen zugeschüttet mit Schinken und Wurst und Geflügel und alles, gerade das Geflügel, das ja nicht permanent haltbar war. Kühlschränke und Tiefkühltruhen und all das gab es ja alles damals gar nicht. Dann hat meine Mutter das auf dem Markt eingetauscht, gegen frisches Gemüse zum Beispiel oder irgendwas. Also wir litten da keine Not. Als ich 10 Jahre alt wurde, ich ging in der Zwischenzeit auf das Gymnasium da, das Günther-Prien-Gymnasium in Lodz, kam ich zum Jungvolk. Und zwar hat einer meiner Klassenkameraden, der hat mir vorgeschwärmt, wie toll das ist. Das Jungvolk ist ja eine Unterorganisation der sogenannten Hitlerjugend, der HJ. Und in dem Jungvolk waren die 10- bis 14-Jährigen drin. Und dann kamen sie erst in die HJ. Also ich war Pimpf beim Jungvolk. Und ich bin zu der sogenannten Flieger-HJ gegangen. Und das war ganz toll. Wir haben eine Werkstatt gehabt, da haben wir Segelflugmodelle gebastelt. Wir haben also ausgesägt und mit Papier bespannt und mit Spezialpapier, das also nass aufgetragen wurde und dann sich beim Trocknen spannte. Und dann haben wir Wettbewerbe gemacht und natürlich hatten wir auch unsere Geländespiele und das alles, Räuber- und Schandispiele. Also mir hat das unheimlich Spaß gemacht. Und zwar so viel Spaß, dass ich mich sehr engagiert habe. Ich wurde also da Gruppen- und Fähnleinführer, kriegte dann auf meine Uniform eine rot-weiße Schnur und das war natürlich stolz wie ein Spanier. Wenn ich die Uniform anhatte in der Stadt, dann mussten mich die niederen Ränge grüßen. Das war also schon richtig vormilitärisch, was da angeboten wurde. Der ganz große Clou und ein permanenter Streitpunkt war natürlich die Tatsache, dass unsere Uniform aus einer schwarzen kurzen Hose, dem sogenannten, dem berühmten Braunhemd, mit einer Krawatte und einem Lederknoten, dazu natürlich Koppel und Dolch. Das war die komplette Ausrüstung. Und da mussten wir Strümpfe tragen. Es gab ja keine Jeans damals, so wie heute. Und wenn es kalt war, dann trugen wir Strümpfe. Und das waren ja gestrickte Handmade, Kentucky Homespun. Also richtig schöne Strümpfe. Und die mussten, weil die Strümpfe ja immer zum Rutschen neigen, mussten die oben mit irgendwelchen Klammern oder mit Hosenträgern oder mit Gummibändern und so weiter befestigt werden. Also das war uns sehr unmännlich, sehr unsoldatisch, peinlich und sonst was noch. Und meine Mutter hat natürlich sehr darauf gedrungen. Wir hatten ja kalte Winter und es blieb lange kalt. Ja, die Strümpfe anziehen. Und ich, so wie ich aus der Sichtweite des Hauses war, in den nächsten Hauseingang rein, Strümpfe ausziehen und die irgendwo wieder versteckt. Irgendwann kam meine Mutter trotzdem dahinter und dann gab es natürlich einen Riesenkrach. Aber mein ganzes Engagement im Jungvolk, das führte natürlich dazu, dass meine Leistung in der Schule so runterging. Also meine Mutter kriegte also einen blauen Brief nach dem anderen, Versetzung gefährdet, Versetzung sehr gefährdet. Und dann gab es also die Alternative. Also entweder deine Leistungen werden jetzt schlagartig besser oder du darfst nicht mehr zum Jungvolk gehen. Was natürlich gefährlich geworden wäre für meine Mutter. Denn dahinter stand ja die Partei, nicht? Und ich war ja so ein quasi halber Parteigenosse. Aber zu diesem Eklat kam es gar nicht, denn das Jahr 1944 kam nämlich heran und da gab es in Warschau, das ist ist ja die Hauptstadt von Polen damals auch gewesen, eine Millionenstadt, da gab es den Judenaufstand und einen Aufstand auch der polnischen Untergrundbewegung.
Und dieser Aufstand, der wurde massiv unterstützt von Amerikanern und Engländern. Per Flugzeug kamen und haben dort mit Fallschirmen Lebensmittel, Waffen, Munition und so weiter abgeworfen. Und diese Flugzeuge, die kamen in großen Verbänden, also manchmal hatten wir das Gefühl, das müssen Hunderte gewesen sein, in großer Höhe über Lodz. Wir sahen die tagsüber als silberne Vögel mit langen Kondensstreifen. Die haben kilometerlange Kondensstreifen hinter sich gezogen. Nun hatten wir praktisch Daueralarm in Lodz. Denn man wusste ja nie genau, Lodz war ja auch eine große Stadt, ist die zweitgrößte Stadt in Polen, mit kriegswichtigen Industrien. Fliegen die nun nur nach Warschau, in Anführungszeichen, oder ist womöglich Lodz oder Litzmannstadt das Angriffsziel? Inzwischen war ja der Bombenkrieg in Westdeutschland ja in vollem Gange. Man hatte also Angst, Lodz würde bombardiert. Und da mussten alle, die nicht kriegswichtig waren, raus. Dazu gehörte natürlich meine Mutter. Mein Vater war inzwischen in Russland eingezogen und Soldat. Und wir beiden Kinder, ich war 10, mein Bruder 2 Jahre jünger, also raus aus Lodz. Wir also mit kleinem Handgepäck, wo gehen wir hin? Wir hatten ja genügend Verwandte auf dem Land. Und da zogen wir nach Rypin oder nach Tarajewo. Dort hatte Verwandte von uns, Onkel Christian und so weiter, die hatten dort ein großes Gut. Und mein Bruder und ich wohnten im Internat ungefähr 12 Kilometer weiter entfernt in Rypin. Und zum Wochenende kam immer ein Kutscher vom Gut und hat uns abgeholt. Da waren wir einen Tag lang zu Hause und zum Montag früh brachte der uns wieder hin. Das Ganze dauerte aber alles nicht sehr lange, denn die russische Front kam immer näher und kam dann allerdings im Herbst irgendwann mal zum Stehen. Und dann wurden wir als 10-, 12-Jährige zum Bau von Panzergräben abkommandiert. Also Schulunterricht fand praktisch gar nicht mehr statt. Wir mussten Panzergräben aufheben. Im Grunde genommen so lächerlich wie nur irgendwas. Die Panzergräben waren vielleicht maximal so hoch, denn dann stieg der Grundwasserspiegel. Da konnten wir also überhaupt nicht mehr, wir warteten bis an die Knie schon im Wasser. Und ich glaube, die russischen Panzer, die haben ihr Tempo noch nicht mal reduziert. So sind die drüber gefahren. Aber wir haben Panzergräben gebaut.